Wenn der Hund zum Beispiel von einem Waldspaziergang völlig dreckig heimkommt, geht es am besten gerade ab unter die Dusche. Neben einem speziellen Shampoo brauchen dann viele Hundehalter auch immer häufiger eine besondere Duschbrause. Und was es mit dieser sogenannten Dogshower auf sich hat und wie sie funktioniert, das sehen Sie im Beitrag von Adrian Remund. Es ist wieder mal Badezeit für die Nea. Die Alaska Malamuthündin kennt das Prozedere schon bestens, auch wenn sie mit eins noch sehr jung ist. Nicht nur, aber auch wegen einem bestimmten Grund legt ihre Halterin viel Wert auf eine regelmäßige Pflege. Wir gehen gerne an den Hundeausstellungen und da muss der Hund natürlich auch schön baden und geföhnt sein und schön aussehen. Noch schnell den Dogshower-Aufsatz montieren und es geht los. Zuerst wird das Fell mal richtig genetzt. Dank den Noppen am Duschkopf dringt das Wasser richtig ins Fell rein. Das ist auch der Hauptgrund, warum die Magdalena Meister auf einen Hundeduschkopf setzt. Man kommt wirklich, vor allem beim dichten Fell, nicht richtig rein mit der Brause. Dann die normale Brause, die spiegelt. Das ist eben beim Dogshower dann natürlich viel besser. Sie sind matt. Dadurch spiegelt der Hund nicht und kriegt auch keine Angst. Angst hat Nea nicht. Sie geniesst sichtlich. Nicht nur mit Noppen unterscheiden Dogshower von herkömmlichen Duschköpfen. Auch die verschiedenen Funktionen. Es hat ja einmal den Fellstrahl, dann hat es ja durch Drücken vom Knopf hat es ja einmal den Pötelstrahl und einmal Beinstrahl, wo man einfach eben an die kleineren Stellen ankommt. Und die sind ja alle durch einen Knopfdruck eigentlich zu betätigen. Plus hat man ja dann noch den Knopf, damit man Wasserstrahl ein bisschen stärker kann machen, damit die ganzen Shampoo-Reste doch noch mehr rauskommen. Gut eine halbe Stunde oder mehr nimmt die Hundewäsche schnell mal in Anspruch. Bei Maiko spürt man den Bedarf nach speziellen Hundetuschaufsätzen. Der Vorteil ist, der Hund ist sauber, er hat ein glänzendes und feines Fell. Was die meisten Hundebesitzer wird freuen, ist, während dem Duschen werden die abgestorbenen Haare vom Hund abgespült und somit wird ihm nach dem Duschen das Bürsten um einiges erleichtert. Was es mit den vielen abgestorbenen Haaren auf sich hat, das sieht man dann spätestens beim Föhnen. Übrigens, auch für Badreinigung kann man den Hundeduschkopf brauchen. Schneller geht es mit dem wohl aber auch nicht.